So, hallo liebe Fliegenfischergemeinde, hier meldet sich der Olli von der Fliegenfischerschule Hessen mit einem kleinen Kurztipp, Kurzvideotipp. Ich werde immer gefragt, wie ich geschweißte Loops, geschweißte Schlaufen in Vorfächer reinbekomme, die so geschnitten ohne Loop ankommen. Das will ich jetzt mal schnell zeigen. Man braucht nicht viel dazu, man nutzt einfach, also ich habe es ja auch hier schon mal vorbereitet, gell? Also hier sieht man schon den geschweißten Loop und hier ist das Teil ohne die Schlaufe drin. Man nutzt das nachher, um Schlaufe in Schlaufe Verbindung zu machen, damit das Vorfach schnell gewechselt werden kann. So, die eine Seite klar, Vorfach, die andere Seite kommt to the reel, also zur Rolle. Und natürlich Schlaufe in Schlaufe zum Backing, auch für schnellen Wechsel. So, also was brauchen wir? Wir brauchen die Flugschnur, klar. Man kann als Werkzeug hier ein Kletteisen benutzen. Das habe ich in einem anderen Video gezeigt oder zeige es noch. Reihenfolge weiß ich noch nicht. Und jetzt zeige ich die heiße Methode hier mit Feuerzeug. Mache ich ein bisschen ungerne, weil die Gefahr, dass man das Coating zu heiß werden lässt, dass es dann fast schon verbrennt, wie hier. Da ist so ein ganz kleines Stück, da ist es schon ein bisschen angekokelt, ist nicht gut, dadurch wird es brüchig. Also ich zeige es trotzdem. Also und Schrumpfschlauch aus dem Elektronikzubehör. Das gibt's in diesen Schrumpfschlauch gibt's in ganz vielen Größen. Da muss man eben Schrumpfschlauch raussuchen, der eben passend ist zum Durchmesser der Flugschnur. Und immer durchsichtigen Schrumpfschlauch aussuchen, damit man auch sieht, wenn das Coating schmilzt. Bei schwarzem Schrumpfschlauch ist das schlecht zu sehen. Ja, so, also man nimmt die Flugschnur und steckt die hier in diesen Schrumpfschlauch hinein, der übrigens unter Hitzeeinfluss schrumpft. Deswegen heißt er Schrumpfschlauch. So. Und dann von der anderen Seite entsprechend noch den Anfang der Flugschnur. So, und jetzt müssen wir gucken, wie viel wir verschweißen wollen. So. Ich glaube, das sieht gut aus. So, und dann beginnen wir mal. Ach so, ich will es ja heiß machen, genau. Also, Feuerzeug an, gib ihm. Wir fangen hier mit dem Ende an, was hier unten ist. Aufpassen, dass ihr die Bude nicht in Brand setzt. Schön hier heiß machen und bewegen, damit es gleichmäßig heiß wird und die Finger auch gleichmäßig heiß werden. Fängt schon an zu schmilzen. So, kritischer Teil, ouchen, drehen und eben in Form bringen, die geschmolzene Masse. Manchmal muss man noch ein bisschen hinterhergehen. Ja, das soll es dann schon mal gewesen sein. Unten die kritische Phase haben wir. Jetzt kommt die Mitte dran. Und es ist schon warm. So. Ich bin so still, weil es echt heiß ist. So. Ich denke, die Mitte ist auch gut. Und jetzt aufpassen, dass oben die Schlaufe, die rausguckt, dass man die nicht ankogelt, sondern wirklich nur heiß den Teil vom Schlauch, also nicht vom Schlauch, ja natürlich, also vom Coating hier, den man tatsächlich auch verschweißen will. Da sieht man, warum ich lieber das Glätteisen benutze. Man kann es einfach gleichmäßiger machen. So, jetzt hoffe ich, wenn ich den Schrumpfschlauch abziehe,
dass auch alles gut verschweißt ist, weil im schlimmsten Fall muss man nochmal einen Schrumpfschlauch drüber ziehen und die ganze Geschichte nochmal machen. So. Ah, Finger, heiß. So, also und jetzt vorsichtig mit einer feinen Schere hier den Schrumpfschlauch aufschneiden. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Schlitz drin. Und natürlich muss die ganze Geschichte wirklich ausgekühlt sein. Ah, ich sehe hier gerade noch so eine kleine Ecke. Das muss ausgekühlt sein und setzt die Brille auf, damit ihr das alles seht. Damit ihr nicht das Coating zerreißt hier. So. Das sollte jetzt ausreichend sein. Bitte, bitte, lass es klappen, sonst ist das immer peinlich hier. So, dann einfach vorsichtig rausziehen. Ätschepätsch, hat gut geklappt. Und schon haben wir hier den Loop drin. Reingeschweißt, super schöner Übergang. Das heißt, das flutscht auch toll durch den Spitzenring beim Drill. Und da gibt es keine Probleme, dass irgendein Knoten oder irgendwas hängen bleibt. Jo, und jetzt noch ein Zusatz, ein kostenloser Zusatztrick, weil die Flugschnur, die ankommt in den Verpackungen, wie auch immer die aussehen, ist immer ganz schön. Da steht alles Mögliche drauf. Das ist jetzt zum Beispiel DT-Schnur, Double Taper, Vierer Wurfklasse, F für Floating. Wenn man die Flugschnur nachher auf die Rolle gepopelt hat und hat mehr als eine Rolle im Kofferraum rumliegen, dann weiß man oftmals nicht mehr, was hat man für eine Flugschnur drauf. Gut, die Farbe erkennt man sofort, aber was ist für eine Wurfklasse? So, und dann mache ich folgenden Trick. So, also genau gucken, also Vierer Wurfklasse. So, jetzt nehme ich das Teil, was, also die vordere Spitze, was nachher... Hier kommt Nachkommen. Oh Mensch, wenn man was reden will, dann fehlt einem die Hälfte. Das macht das Alter. Vorfach, hier kommt's Vorfach dran. Da nehmen wir ein kleines Brettchen. So, kann man das sehen? Das letzte Mal hatte ich so einen ganz fiesen Stift, der hat so geschmiert. Jetzt nehme ich mal grün. Der ist ein bisschen kleiner. So, und jetzt mache ich mir für die Wurfklasse 4. Mache ich mir jetzt einfach vier Markierungen. Oh, das sieht man ja gar nicht, das Grün. Ist ja ganz doof. Was haben wir hier? Permanent F. Das soll ich doch mit dem dicken Edding machen. Ja, sonst sieht man das auch nicht. Ah, wie war das? Blau? Irgendeiner wird funktionieren. Super Vorführeffekt, Trottel. So. Ein Strich. Zwei. Drei. Vier. So, jetzt weiß ich, das ist Wurfklasse 4, weil ich habe vier Markierungen dran. So, wenn ich eine WF, ach so, nee, Quatsch, und jetzt noch für Floating, also dafür, dass die Schnur schwimmt, mache ich mir hier hinten noch einen Punkt hin. Wenn ich einen zweiten Punkt reinmache, dann weiß ich, das ist eine halbsinkende Schnur und drei Punkte, das ist eine Sinking, also eine vollsinkende Schnur. So, wenn sonst keine Markierung mehr drauf ist, dann weiß ich für mich, das ist eine WF-Schnur. Nutze ich eine DT-Schnur, dann mache ich noch einen längeren Strich drauf, einen Strich und in der Mitte einen Punkt. Dann weiß ich, ah, das hier ist eine DT-Schnur, weil die Keule sitzt in der Mitte. Also immer, wenn ich meine Rollen rausziehe und nicht mehr genau weiß, was ich für eine Wurfklasse drauf habe, zähle ich meine Punkte ab. 1, 2, 3, 4, Wurfklasse 4, ein Punkt für Floating, also schwimmend, und hier hinten langer Strich, ein Punkt, DT-Schnur. Und sollten im Betrieb die Punkte etwas nachlassen und abflauen, dann kann man es natürlich mit Edding immer wieder neu draufschmieren. Also, dieser Tipp war umsonst für euch. Ich hoffe, es hat was gebracht. Und ja,
Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann halt Daumen runter. Ihr könnt auch, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben. Beantworte ich gerne. Und natürlich könnt ihr schön meinen Kanal abonnieren. Da gibt es hier irgendwo hier unten so ein Knöpfchen abonnieren. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn es neue Videos von der Fliegenfischerschule Hessen gibt. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was und viel Spaß am Wasser, Tight Lines und bis demnächst auf diesem Kanal. Euer Olli von der Fliegenfischerschule Hessen. Bis dann, ciao. Stop recording.